Na du, öfter hier. Soll ich dir mal was zeigen? Ein ganz gutes Messer. Sogar mit links. Ich sagte, mit links. Leute, heute noch mal ein kleines Video zwischendurch. Es geht einfach nur darum, dass ich euch versuche zu motivieren, jetzt wieder zu werfen im Frühling. Ich meine, das Wetter ist super, Alter. Es ist mega gutes Wetter. Und beide Arme zu trainieren. Ich merke manchmal, ich kriege voll den Tennisarm vom ganzen Messer werfen, weil ich immer mit rechts werfe. Deswegen, heute werfen wir mit zwei Händen. Kleine Info für alle, die eventuell interessiert sind, sich ein Messer von mir zu kaufen. Ich verkaufe ja momentan noch die saubere Version von den Messern hier auf Etsy. Der Shop ist in den Videos hier meistens verlinkt. Ich habe noch 4 Stück auf Lager davon. Ich glaube, ich gehe auch mit dem Preis nochmal runter jetzt nach dem Video hier. Ich verkaufe die jetzt pro Stück für 8 Euro plus, ich glaube, ungefähr 2 Euro Versand. Und ja, könnt ihr die kaufen, noch 4 Stück, wenn die 4 Stück innerhalb des nächsten Monats nicht weggehen. Also diesen Monat, wir haben Mai, Wenn die innerhalb von Mai nicht weggehen, dann benutze ich sie selber. Weil, wie gesagt, ich mag die Messer, sonst würde ich sie nicht bauen. Ja, ich wollte euch nur Bescheid sagen, also die sind jetzt nochmal runtergesetzt, die letzten 4. Und müsst euch halt nur einen Account auf Etsy machen oder eure Eltern fragen. Gut, ich sage heute nichts mehr. Das ist nur ein ganz kurzes Video mit einer kleinen Botschaft. Und sonst ein bisschen rumgewerfen, ne? Ihr kennt mich ja. So. Let's go. Willst du double werfen? Was ich euch fragen wollte, ist, wie machen wir das nächste Messer? Ich habe vor, demnächst nochmal ein Messer zu schmieden, eine bessere Version von dem, was ich letztlich geschmiedet habe, aus der Feile. Und diesmal, wo man auch sieht, wie ich alles mache. Und jetzt will ich von euch wissen, wollt ihr einen Sandwich-Griff, so wie den hier, dass man hier in der Mitte hier sieht, wo der Stahl lang geht und dass das alles ein Stück ist und dass hier der Griff rausgeschnitten wird? Oder wollt ihr einen versteckten Schaft, so wie hier,
wo der Griff hier innen drin weitergeht und außen diese schöne Schicht hier ist. Was wollt ihr beim nächsten Messer sehen? Schreibt es in die Kommentare. Ich richte mich nach euch. Wenn ihr an so einen Punkt kommt beim Messerwerfen, wo ihr nur daneben werft und alles anfängt runterzufallen und Messer euch ans Bein fliegen und euch Löcher reinpieksen, dann solltet ihr aufhören. Also, so manchmal merkt man so, dass man nicht mehr konzentriert genug ist an solchen Sachen. Das habe ich gerade bemerkt. Und ja. Ich mache lieber nicht weiter, sonst tue ich mir noch weh. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.